Der Strumpf hat sich in dem Krieg, den England und Frankreich im 18. Jahrhundert um den Besitz Nordamerikas führten, als kühner und erfahrener Kundschafter auf Seiten der Engländer viel Ruhm erworben. An dem Tag, an dem diese Geschichte beginnt, befindet er sich mit seinem indianischen Freund Chingachgook und dessen Sohn Uncas in der Gegend, wo der Hudson-Fluss nördlich der Glenfälle zwischen Fort Edward und dem Georgsee zu einem tückischen Wildwasser wird. Sie lauschen auf jedes Geräusch, denn sie wissen, dass die feindlichen Franzosen und Irokesen in der Gegend sind. Umso mehr überrascht sie der laute Hufschlag, der plötzlich zu hören ist. Uff, Pferde! Weißer Mann und weiße Squaws. Bleib hier, mein Bruder. Ich werde sehen, wer es ist. Halt! Wer da? Ah, endlich ein Mensch! Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Der Sprache und Uniform nach seid ihr Engländer. Major Hayward, vom 60. Regiment seiner Majestät. Im Augenblick auf dem Weg, die beiden jungen Damen in meiner Begleitung zum Fort William Henry zu bringen. Oh, das ist doch... Seid ihr Lederstrumpf? Meine Freunde nennen mich so. Dem Himmel sei Dank. Dann sind wir gerettet. Wir sind Cora und Alice Munro. Die Töchter von Oberst Munro, dem Kommandanten von Fort William Henry. Und wer ist der Gentleman, der da hinten auf seinem Pferd mehr hängt als sitzt? Das ist Master David, ein etwas sonderbarer Kauz. Er hat sich uns angeschlossen, um den Indianern im Fort die Kunst des Psalmensingens beizubringen. Nicht wahr, Master David? Ganz recht. Aber auch den Soldaten. Denn es steht geschrieben, keiner soll ungetröstet bleiben. Nun, Master, dann singt nur gleich dem jungen Major hier einen Psalm. Denn ein Blinder bedarf doch wohl des Trostes, oder nicht? Wieso blind? Nun, Major, war die Straße nach Fort Henry nicht breit genug, dass ihr euch in den Wäldern verlaufen musstet? Oh, das ist nicht Major Haywards Schuld. Der Mohikaner, der uns führen sollte, wollte uns auf einem kürzeren Reitweg zum Fort bringen. Er hat den Weg verfehlt. Einen Indianer, der seinen Weg in den Wäldern verfehlt? Nein, einen solchen Indianer gibt es nicht. Hilfe, Lederstrumpf, da! Zwei Indianer! Keine Sorge, das sind meine Freunde. Chingachgook und sein Sohn Uncas. Die letzten vom großen Volk der Mohikaner. Major, euer Führer hat gelogen. Wie nannte sich der Indianer, der euch führte, Major? Magua. Uff, Magua. Magua Irokese, nicht Mohikaner. Ah, Magua. Dieser Verräter. Es ist nicht das erste Mal, dass er den Engländern seine Dienste anbietet, um sie dann zu verraten. Wo ist er jetzt? Ja, als ich ihm auf dem Kopf zusagte, dass er den rechten Weg verfehlt habe, verschwand er plötzlich blitzschnell im Wald. So. Dann wird er seine Irokesen holen und euren Spuren folgen. Wir müssen versuchen, ihn irrezuführen. Du, Uncas, wirst die Pferde stromaufwärts über die Furt bringen und verstecken. Wir anderen setzen mit unserem Kanu auf eine Insel über. Kommen Sie, Major. Chingachgook warten. Bald Abend. Dann nachkommen zur Höhle. Lederstrumpf bringt die Verirrten auf eine der kleinen Felseninseln im Strom. In einer trockenen Höhle schlafen sie bald erschöpft ein. Nur Lederstrumpf wacht. Kurz nach Mitternacht hört er leise Tritte. Chingachgook. Ja, mein Bruder. Nun? Wie sieht es aus? Irokesen an beiden Ufern. Mehr als unsere Hände zählen können. Uncas wachte bei Pferden. Irokesen kamen, weil Pferde schrien in Nacht. Tja, Uncas, wir haben es auch gehört. Uncas musste Pferde im Stich lassen. Pferde jetzt bei Magua. Oh, dann weiß dieser Teufel, dass wir hier irgendwo stecken. Und wenn Sonne aufspuren, haben Irokesen dies Versteck bald gefunden. Uns bleibt also noch die kleine Chance, beim ersten Tageslicht mit dem Kanu durch die Stromschnellen zu entkommen. In
Im Morgengrauen schleicht sich Lederstrumpf von der Höhle zum Kanu, das am unteren Ende der Insel auf dem Strand liegt. Sorgsam packt er alles hinein, was auf der Flucht an Vorräten benötigt wird, vor allem Nahrung und Pulver. Danach kehrt er zur Höhle zurück und weckt Major Hayward. Major, es ist Zeit. Wir müssen mit dem Kanu weg. Wecken Sie die Damen und Master David. Sie sollen sich beeilen und sich vor allem ruhig verhalten. Oh, unser Psalmist ist schon wach. Hey, Master David, wohin? Lasst euch ja nicht am Eingang der Höhle blicken. Es tagt schon und man könnte euch sehen. Eben, es tagt. Wollt ihr mich daran hindern, Mr. Lederstrumpf, den Tag zu begrüßen? O Tag des Herrn, der du uns erscheinst, frohlockt, o Freunde. Allmächtiger, woher dieser grässliche Mistton? Haben sich die Schlünde der Hölle aufgetan? Nein, mindestens ein Dutzend Indianermäuler, ihr Narren. Zurück, jetzt wissen Sie doch genau, wo wir stecken, verdammt! Ah! Master David! Oh Gott, ist er tot? Ach was, eine Beule am Kopf, er ist gestolpert. Und dieser halbverrückte Schafskopf hat uns ja ganz schön reingeritten. Was nun? Wir müssen uns verteidigen. Allerdings feuern wir zurück. Major, die Höhle hat dort oben einen kleinen zweiten Ausgang. Da müssen wir raus. Los jetzt. Los, Gull. Und jetzt vorsichtig in Deckung. Da. Da strecken die Ersten schon ihre Nasen vor. Lederstrumpf. Drei Treffer. Es sollten vier sein. Die Irokesen stecken auf beiden Seiten des Flusses. Wie viel sind es wohl? An diesem Ufer? Unkas sieht ihre Flinten, wenn sie schießen. Ungefähr dreimal zwei Hände. Und drüben, Chingachgook? Wohl 20, mein Bruder. Aber Erfahrung sagt, dass immer mehr Indianer als Gewehre. Na, das kann ja heiter werden. Besonders, Major, wenn die es zum Angriff übergehen. Verflucht! Da springen drei Indianer schon ins Wasser. Na dann Feuer, rasch! Das ist dort alle, Herr Major. Ich muss mich um diese hier kümmern. Na also, zwei getroffen. Der dritte treibt auf die Stromschnellen zu. Das überlebt er nicht. Hoffentlich. Ihr müsst schneller laden, Major. Seht ihr die beiden da drüben auf dem Baum? Nehmt den unteren. Feuer! Es wird Mittag und die vier Männer liegen noch immer auf ihrem Felsen, eingedeckt vom unaufhörlichen Feuer der Irokesen und selbst ohne Unterbrechung schießend. Verdammt. Das war mein letzter Schuss. Major, wie viel Pulver habt ihr noch? Noch für zwei Schuss. Und du, mein Bruder? 10 Schuss. Uncas? Kein Pulver mehr. Major, ich muss versuchen, zu unserem Kanu zu kommen, um wenigstens unseren Pulvervorrat zu retten. Das Kanu? Das Kanu ist weg. Was? Was sagt ihr da, Major? Ich kann es nicht ändern. Irgendwie hat so ein roter Teufel es geschafft, herüber zu schwimmen. Er hat das Kanu genommen und trieb damit stromab. Mein Gott, und was sagt er mir jetzt? Ich sah ihn ja selbst erst, als er mit dem Kanu schon dicht vor den Stromschnellen war. Ja, ist nicht mehr zu ändern. Kommt alle runter in die Höhle! Lederstrumpf weiß, dass sich ein schreckliches Ende abzeichnet. Auch die beiden Mädchen in der Höhle erkennen das. Lederstrumpf, ihr könnt doch schwimmen. Das können wir, Miss Cora. Aber euch und eure Schwester bringen wir ohne Kanu nicht durch. Komm, Uncas. Hilf mir, den Eingang der Höhle mit Steinen zu verschließen. Wir werden uns hier verteidigen. So. Aber das hilft uns nicht. Wenn die Indianer uns finden und töten, ist uns euer Tod kein Trost. Wenn sie aber Alice und mich verschleppen, dann nützt uns ein toter Lederstrumpf noch weniger. Dann wären Freunde, die wir auf unsere Fährte wüssten, eine bessere Hilfe. Oh, furchtbar, Cora. Gibt es denn keine Hoffnung? Nur die eine, wenn die Männer sich retten. Cora Munro, ihr seid das ungewöhnlichste Mädchen, das mir je begegnet ist. Leider sehe auch ich keinen anderen halbwegs vernünftigen Weg, uns alle vielleicht noch zu retten. Hoffen wir, sie finden euch hier nicht. Zunächst müssen wir Zeit gewinnen.
Chingachgook und Uncas, geht und legt mein Gewehr oben an meinen Platz. Bringt auch eure Gewehre so auf der Felskante an, als ob ihr noch dahinter sitzen würdet. Versteht ihr? Und dann schleicht ihr euch zum Wasser und schwimmt flussabwärts. Lasst euch dabei nicht sehen. Nach den ersten Stromschnellen bei den weißen Felsen treffen wir uns. Major Hayward, Sie bleiben bei Cora und Alice in der Höhle, bis wir zurück sind. Viel Glück, Major. Danke. Wir werden es brauchen. Mein Bruder, Uncas kann weiße Ladies nicht im Stich lassen. Uncas für sie sterben. Gut. Uncas will den Mädchen zeigen, dass er sterben kann. Ich weiß, Uncas ist tapfer. Aber Uncas sollte nachdenken. Wenn wir hier bleiben, lassen wir uns auf einen aussichtslosen Kampf mit Magua ein. Wenn wir aber durchkommen, können wir unser Leben dran setzen, die Mädchen aus den Händen des Verräters zu befreien. Oder, schlimmstenfalls, ihren Tod zu rächen. Nun, Uncas? Uff, Lederstrumpfs Weg, besserer Weg. Uncas weiße Lady retten und holen Skalp des Verräters. Hau. Gut. Ach, und Master David, was ist mit euch? Die Stimme meines Herrn ist bei mir. Und mein Gesang wird ihn jubelnd verkünden. Mein Gott, ihr seid wohl wirklich verrückt. Ja, verrückt von dieser Welt. Denn was immer auch mit mir geschieht, ich bin in der Hand des Herrn und kann meine schwache Stimme den Tod auch nicht verhindern, so kann sie doch dem Sterben Zuversicht geben. Ich glaube, ich beginne euch zu begreifen. So meint ihr nicht mehr, dass ich verrückt bin? Nein, aber es wäre gut, wenn ihr es wärt. Ein Verrückter gilt bei den Indianern als eine Stimme Manitus. Sie werden ihn nicht antasten. Und seine Freiheit könnte seinen Leidensgenossen Hilfe bedeuten. Wohlan. So werde ich meine Stimme erheben, so gut ich kann, und so verrückt sein wie möglich. Recht so. Ihr seid ein tapferer Mann, Master David. Wir werden uns wiedersehen. Lederstrumpf, lebt wohl. Nein, kein Abschied. Wir sehen uns wieder. Major, passen Sie gut auf die Damen auf. Eine lange Zeit vergeht. Den Versteckten scheint sie eine Ewigkeit, bis sie hören, wie die Irokesen sich vorsichtig dem Felsen nähern. Dann aber haben sie die Gewehre gefunden, darunter die berühmte lange Büchse Lederstrumpfs. Ein lautes Triumphgeheul erschüttert die Luft. Die vier in der Höhle beobachten, wie die ganze Insel systematisch abgesucht wird. Schließlich ziehen sich die Irokesen zurück. Die Versteckten schöpfen bereits Hoffnung, als einige schnelle und kräftige Kolbenstöße die in dem Eingang aufgeschichteten Steine zusammenfallen lassen. Oh, Cora! Hayward! Stumm und verzweifelt starrt der Major in die Mündungen der ihm entgegengestreckten Gewehre. David beginnt dröhnend einen Psalm zu singen. Ergreife Schild und Waffen und mache dich auf mir zu helfen. Zücke den Spieß und schütze mich wieder, meine Verfolger. Zwischen den roten Kriegern aber steht Magua. Scheuen die weißen Ratten das Tageslicht? Kommt heraus! Oder sollen Irokesen euch an Beinen herausschleifen? Wo ist lange Flinte und Hunde von Mohikanern? Sie sind durch den Fluss entkommen. Magua kann sicher sein, dass sie ihre Freunde nicht im Stich lassen werden. Uff, uff. Die Gefangenen werden auf Maguas Befehl an das jenseitige Ufer zu den Pferden gebracht. Dann trennen sich die Irokesen. Der Haupttrupp zieht zum Georgsee, um dem französischen General Montcalm und sein Heer bei der Einkesselung des englischen Forts William Henry zu unterstützen. Magua und fünf seiner Männer indessen führen die Gefangenen in die Berge. Bei der Mittagsrast erfahren die Gefangenen die Absichten des Indianers. Viele Jahre her, Magua-Kundschaften für Engländer, Magua-Kundschaften für Franzosen, Magua-Kundschaften für Feuerwasser, Magua-freier Irokese. Englischer Offizier aber fangen Magua,
lassen ihn binden an Pfahl und schlagen mit Peitsche. Magua ist kein Hund. Er nie hat vergessen Rache. Nie hat vergessen zu holen Blut und Herz von englischem Offizier. Jetzt hat Magua Blut und Herz. Magua hat Töchter von diesem Offizier. Was habt ihr mit uns vor? Manro-Töchter werden Weiber von Magua. Niemals. Dann tötet uns lieber. Gut. Dann langsam sterben. Wir unter 1000 Peitschen hieben. Herr Nana! Ein wütender Zuruf Maguas und seine Krieger packen die Gefangenen, binden sie an die Bäume. David beginnt laut zu singen. Was ist mit ihm? Kühlt ihm die Angst aus der Kehle? Sein Geist ist bei Manitou. So soll er sein Leben behalten. Er mag jetzt zusehen. Und später seine Manitou berichten, wie Magua sich rächte. Magua wirft seinen Tomahawk, der dicht über Alice in den Baum fährt und ihre Haare in das Holz treibt, sodass sie aufschreiend in Ohnmacht sinkt. Im gleichen Augenblick aber ertönen noch andere Schreie, Todesschreie. Aus den Büschen heraus haben sich Lederstrumpf, Chingachgook und Uncas auf die Irokesen geworfen. Die ersten drei fallen unter ihren wütenden Streichen. David ist verstummt. Haywards Fesseln werden durchschnitten, sofort wirft er sich auf Magua, der mit Chingachgook ringt. Als Chingachgook den Griff lockert, um dem Erzfeind den Todesstoß zu versetzen, gelingt es Magua, sich loszureißen und in den Wald zu flüchten. Chingachgook, durch Hayward behindert, kann ihn nicht mehr erreichen. Lederstrumpf und Uncas haben inzwischen ihre Gegner überwunden und binden die Gefangenen los. Es ist uns nochmal geglückt, Freunde. Und nun so schnell es geht zum Fort William Henry. Einen Tag später, im Fort William Henry, kann Oberst Munro seine Töchter in die Arme schließen. Dank euch, Lederstrumpf, und euren zwei mohikanischen Freunden. Wie habt ihr es nur geschafft, durch die Linien der Belager hierher durchzukommen? Die Gegend und die Wälder ums Fort wimmeln ja nur so von Feinden, den gottverdammten Franzosen. Und Irokesen, Oberst Munro. General Montcalm hat in ihnen keine üble Unterstützung. Sagen Sie, Sir, wie steht es um Fort William Henry? Um ehrlich zu sein, schlecht. Sie sehen ja, wie es besetzt ist. Da sind meine schottischen Highlanders, eine Handvoll regulärer Truppen, dann einige Milizsoldaten. Naja, und schließlich dieser riesige Haufen von Kolonisten, die mit Frauen und Kindern hier Schutz gesucht haben. Wenn nur General Webb zu Hilfe käme. Von Fort Edward? Ja. Es liegt nur einen Tagesmarsch entfernt. Und er hat dort einige tausend englischer Soldaten. Aber er bleibt untätig. Ich fürchte, lange können wir uns nicht mehr halten. Am fünften Tag der Belagerung schickt General Montcalm einen Parlamentär zu Oberst Munro. Sir, ein Gesandter des französischen Generals. Bringen Sie ihn herein, Major Hayward. Jawohl, Herr Oberst. Darf ich Sie bitten, Monsieur? Meine Herren? Was hat mir Ihr General zu sagen? General Montcalm entbietet Ihnen seinen Respekt und seine Hochachtung. Und weiter? Ehrenvollen Abzug der gesamten Besatzung mit Fahnen und ungeladenem Gewehr. Meine Ehrerbietung Ihrem General. Ich werde ihm meine Entscheidung in einer Stunde mitteilen. Major, begleiten Sie den Herrn bitte zum Tor. Merci, Monsieur. Au revoir. Am nächsten Morgen zieht Munro mit seinen Truppen und den Kolonisten ab. Eine schier endlose Kolonne verlässt das Fort. Die Franzosen präsentieren das Gewehr als Ehrenbezeigung für einen tapferen Gegner. Als auch die Nachhut auf der Straße nach Fort Edward zwischen den tiefen Wäldern angelangt ist,
gellt indianisches Kriegsgeschrei. Die Irokesen fallen über den Tross her und metzeln alles nieder. Männer, Frauen und Kinder und skalpieren sie. Mitten unter ihnen Magua. Die französischen Truppen greifen nicht ein. So überraschend wie der Spuk begann, ist er vorbei. Beladen mit reicher Beute und Skalps verschwinden die Irokesen in den Wäldern. Die Straße, die sie zurücklassen, ist ein riesiges Leichenfeld. Am Morgen nach dem grauenhaften Gemetzel sucht der Oberst mit Major Hayward unter den Toten nach seinen beiden Töchtern. Niemand stört sie bei dieser schauerlichen Arbeit. Und doch ist der Wald am Rande der Straße nicht ganz von Menschen verlassen, denn in diesem Augenblick wird der Oberst angerufen. Sie suchen vergebens, Oberst. Glücklicherweise. Lederstrumpf! Ja, Major. Uncas hat die Spur der beiden jungen Damen gefunden. Sie sind zum zweiten Mal in der Gewalt Maguas. Ja, aber keine Minute länger. Worauf warten wir noch, Lederstrumpf? Oberst, überlassen Sie die Verfolgung Chingachgook, Uncas und mir. Wir müssen tageweit in das Gebiet der Irokesen. Und wir werden tun, was wir können. Es sind meine Töchter, Lederstrumpf. Für Sie ist mir kein Weg zu weit noch zu gefährlich. Kommen Sie, Major, vorwärts. Wie Sie wollen, Oberst. Ich werde Sie führen. Chingachgook und Uncas sind bereits auf der Spur. Wir werden bald auf die beiden treffen. Tagelang ziehen die Männer nun durch die Wildnis und folgen der Spur Maguas. Eines Tages entdeckt Uncas an einer sandigen Stelle im seichten Wasser die Abdrücke zweier riesiger Männerstiefel. Uff. Singender David. Ja, Uncas. So eine Schuhgröße hat nur unser Psalmist. Ja. Aber wie konnte er dem Gemetzel entkommen? Mann aus dem Geist von Manitou spricht, ist tabu. Chingachgook hat recht, Oberst. Solange ihn die Irokesen für verrückt halten, werden sie ihm nichts tun. Und wahrscheinlich hat er auch auf dem Schlachtfeld wieder nur so schrecklich gesungen, dass sich keine Rothaut an ihn herangetraut hat. Am Nachmittag des nächsten Tages treffen sie auf den singenden David. Die Indianer haben ihn mit Fetzen und Federn behängt. Aber diese Narrentracht scheint ihn nicht zu stören. Oh, was sehen meine Augen? Freunde, ihr seid am Ziel. Jenseits dieses Waldes ist das Dorf der Irokesen, in dem Magua Häuptling ist. Was ist mit meinen Töchtern? Sie sind wie ich von den Heiden gefangen genommen worden. Sind beide im Wigwam von Magua? Nein. Gerade heute brachte Magua Miss Cora in ein benachbartes Dorf. Wozu das? Soviel ich verstanden habe, sollen diese Dorfbewohner die Ehre haben, Miss Cora als Gefangene für Magua bewachen zu dürfen. Sie haben sich nämlich am Kriegszug gegen die Engländer nicht beteiligt, aber auch Maguas Dorf in dieser Zeit in Frieden gelassen, obwohl sie Delawaren sind. Uff, Delawaren? Ja. Sie sollen vor vielen Jahrzehnten von der Küste hierher gezogen sein. Was für Zeichen haben Sie? Ich weiß nicht genau. Mir sind nur Ihre Waffen aufgefallen. Es waren Schildkröten darauf eingeritzt. Uff, Schildkröten. Volk von meinem Volk. Ich denke, ihr seid Mohikaner. Die Mohikaner sind ein Häuptlingsgeschlecht vom Stamm der Schildkröten. Und die Schildkröten gehören zum Volk der Delawaren. Uncas trägt das Zeichen der Schildkröte auf seiner Brust. Ihr habt uns jedenfalls sehr geholfen, Master David. Vielen Dank. Gering ist mein Verdienst. Aber die Macht des Gesanges beweist sich auch bei den Wilden. Doch nun muss ich zurück. Ich kann nicht bei euch verweilen, so gern ich es möchte, während die jungen Damen in Gefangenschaft und Trübsal schmachten. Ich komme mit. Das wäre Wahnsinn, Major. Alice ist in dem Dorf. Wisst ihr denn nicht, wie sehr ihr mein Herz gehört? Ich muss zu ihr. Und wahnsinnig kann ich so gut sein wie unser Freund David. Zwei Verrückte auf einmal, das würde auch den Roten auffallen. Dann gehe ich als Arzt. Medizinmänner sind bei den Rotleuten auch tabu. Ja, als französischer Arzt. Erinnert ihr euch des französischen Parlamentärs, Oberst? Der sprach so einen gepflegten Akzent. Genauso werde ich auch sprechen. Aber Magua kennt euch.
Chingachgook könnte ihm das Gesicht anmalen, bis er unkenntlich ist. Ihr seid dafür, Lederstrumpf? Als französischer Arzt hat er eine Chance, bis zu Alice vorzudringen. Dann macht, was ihr für richtig haltet. Kurze Zeit später machen sich David und Hayward auf den Weg. In seiner Tapperkleidung und Gesichtsbemalung ist der Major nicht wiederzuerkennen. Am Dorf angekommen sehen beide, dass sich Kinder, Frauen und Männer vor dem Versammlungshaus der Hütte des Häuptlings Magua zusammengefunden haben. Wartet. Magua scheint schon zurückgekehrt zu sein. Ist Alice dort? Nein. Hinter den Felsen jenseits des Dorfes ist eine Höhle. Dort wird sie gefangen gehalten. David, besser es bemerkt keiner, dass wir zusammengehören. Vielleicht könnt ihr euch in der Nähe der Höhle aufhalten, falls ich eure Hilfe benötige. Ich werde in der Nähe sein. Langsam und ruhigen Schrittes nähert sich der Major dem Kreis, der sich um Magua gebildet hat. Teils verblüfft, teils erschreckt, lassen ihn die Frauen und Kinder durch. Auch die Krieger machen ihm Platz, sodass er plötzlich vor Magua steht. Bist du der große Häuptling dieses Volkes? Ich bin Magua. Der große Vater jenseits des Wassers schickte mich zu den tapferen Irokesen, um ihre Wunden zu heilen. Warum tragen weiße Männer, die Krankheiten heilen können, Farben im Gesicht? Du hast recht, es ist nicht üblich. Aber meine indianischen Brüder, bei denen ich vorher war, haben mir diese Farben gegeben. Ich trage sie ihnen zu Ehren. Mein Auge sieht dich und mein Ohr hört dich. Und doch ist mir, als sehe und höre ich einen anderen. Oh, es ist Abend, die Feuer leuchten und die Gedanken des Häuptlings sind in weiten Räumen, wo viele Gestalten sind, die ihn bedrängen. Wenn ich meinem Bruder helfen kann, so werde ich es tun. Gut. Wir haben ein junges Weib. Der böse Geist hat seine Glieder lahm und seine Stimme versiegen gemacht. Viele Medizinmänner haben schon die Geister beschworen. Es hat nicht geholfen. Der weiße Arzt wird dir auch nicht helfen können. Darf ich sie sehen? Sie ist in der Höhle. Unser Medizinmann ist im Wald, frische Kräuter für die Wunden der Krieger zu holen. Wenn er zurückkehrt, wird er dich zu ihr führen. Ich danke meinem Bruder Magua, der ein kluger Häuptling ist. Hayward tritt einen Schritt auf die Seite und setzt sich zu den Alten, die dort den Ausführungen ihres Häuptlings lauschen. Da aber unterbricht Magua Gejohle vom Eingang des Dorfes her. Die Männer bringen einen Gefangenen und führen ihn vor den Häuptling. Es ist Uncas. Uff! Uncas! Der Mohikaner! Du kennst Uncas Namen, Magua. Dann du kennst auch Uncas Taten. Einem Krieger, der sich gefangen nehmen lässt, zieht man Weiberröcke an. Hat Magua keine Augen? 6 Krieger hat er auf Jagd geschickt. 3 kehren zurück, 3 starben von Uncas Hand. Geh, rufe die Hunde, dass sie ihre Knochen benagen. Führt ihn weg. Wir werden erfahren, ob ein Mohikaner diese Nacht schlafen und am nächsten Morgen sterben kann. Uncas wird von den Irokesen abgeführt. Magua winkt Hayward, ihm zu folgen. Ich führe dich selbst. Besser so. Es geht zu der Höhle, von der David gesprochen hatte. Hayward erschrickt, als plötzlich aus der Dunkelheit heraus ein großer Bär auf ihn zutritt. Aber Magua spricht den Bären an. Wo warst du so lange? Du sollst diesen weißen Arzt zu unserer Kranken führen. Wir werden sehen, ob er mehr kann als du. Komm mit. Vielleicht kannst du von seinem Zauber etwas lernen. Magua geht weiter voran. Hayward sieht, dass der Medizinmann im Bärenfell ihm und Magua folgt. Sie treten in die Höhle ein und kommen durch einen langen, dunklen Gang in einen großen, von einer Fackel spärlich erleuchteten Raum. In der Mitte dieses Raumes steht eine mit Fellen bedeckte Bahr. Auf ihr liegt eine junge Indianerin, mehr eine Tote als eine Lebende. Magua beugt sich über sie. In diesem Augenblick aber packt ihn die in Bärenfelle gehüllte Gestalt von hinten und ruft Hayward zu. Schnell, bindet ihn. Ich halte ihn. Dort in der Ecke liegen Riemen. Schnell! Hayward kann den Vorgang zwar im Moment nicht begreifen, handelt aber blitzschnell.
Noch bevor Magua sich ganz von seiner Überraschung erholt hat, liegt er gefesselt neben der Kranken. Jetzt nimmt der vermeintliche Medizinmann die Bärenmaske ab. Schade, dass wir den Burschen nicht mitnehmen und ihnen vor Edward an den Galgen hängen können. Verdient hätte er es hundertfach. Uff! Lederstrumpf! Ja, Lederstrumpf. Wisst ihr, Major? Im Wald begegnete ich dem Medizinmann und da kam mir die Idee, mir seine Uniform zu leihen. Mit ein wenig Gewalt. Und wie ihr seht, hatte die Maskerade vollen Erfolg. Ja, dein Spiel ist aus, Magua. Wo ist Alice Munro? Sucht sie doch. Major, habt ihr schon umgesehen? Na, da hinten sind einige Balken gegen die Wand gestemmt. Das fällt mir auf. Ja, und was haltet ihr von der Kranken hier, Major? Die atmet ja kaum noch. Ja, eigenartig. Man hat eine Sterbende hier hereingelegt und unter ihr reichlich viel Fell ausgebreitet. Sehen wir doch mal nach, was unter dem Fell ist. Ah, seht ihr, Major? Holzgitter über einem tiefen Loch. Holt doch mal die Fackel. Hebert bringt die Fackel, sie leuchten in das Loch und finden Alice Munro. Sie ist völlig erschöpft, der Ohnmacht nahe und kaum mehr fähig, ein Wort zu sprechen. Wir haben im Moment nur eine Chance. Könnt ihr dieses Mädchen auf euren Arm durch das ganze Dorf tragen? Um die Welt, wenn es sein muss. Gut, Mädchen. Wir müssen Alice in die Felle der Sterbenden hüllen. Dann tragt ihr sie durch das Dorf und beschwört dabei laut irgendwelche Teufel und Geister, was euch gerade einfällt, damit die Roten euch nicht folgen. Sie werden glauben, dass ihr einen großen Zauber versucht. Ihr müsst Alice bis zum Wald tragen, versteht ihr? Dort wartet Chingachgook. Er wird euch, Alice und den Oberst zum Dorf der Waren führen. Ja, und was wird aus euch? Aus mir. Ich habe hier noch was zu tun. Die List gelingt. Laut schreiend und irgendwen oder was verfluchend, trägt der Major die bis zur Unkenntlichkeit verhüllte Alice mitten durch das Dorf. Scheu weichen die Irokesen vor dem großen Zauber zurück. Lederstrumpf prüft indessen noch einmal die Fesseln Maguas, setzt sich die Bärenmaske wieder auf und eilt nach draußen. Dort sieht er im Gegenlicht der Lagerfeuer eine ihm nicht unbekannte Gestalt, langsam und in großem Abstand Hayward folgen. Mit schnellen Schritten ist er bei ihr. Hey, Master David. Ich bin es, Lederstumpf. Die Wege des Herrn sind wunderbar. Sagt mir lieber, wo ich Uncas finde. Dort, am Ende des Dorfs. Seht ihr die Hütte? Hinter dem kleinen Feuer, wo der Krieger mit dem Gewehr davor sitzt. Gut. Wisst ihr, wo das Dorf der Delawaren ist? Ungefähr. Jedenfalls flussabwärts. Geht am Fluss entlang. Dann könnt ihr es nicht verfehlen. Morgen werdet ihr uns alle dort finden. Dann geht es zurück nach Fort Edward. Freude und abermals Freude. Halleluja, lobe den Herrn. Freude wird sein in allen Hütten. Freude überall. Schon gut. Verschwindet jetzt. Während der Psalmist nun dem Wald zueilt, geht Lederstrumpf im Bärenfell des Medizinmanns gemessenen Schrittes auf die Hütte des Gefangenen zu. Der Wächter tritt ihm entgegen. Weiß Häuptling, dass Medizinmann zum Mohikaner will. Magua will es. Großer Zauber. Mohikaner soll an Marterpfahl heulen wie Hund. Uff, das ist gut. Weiber sollen zucken sehen sein Fleisch. Ohne ein weiteres Wort zu sprechen, tritt Lederstrumpf in die Hütte. Einige blitzschnelle Schnitte und Uncas ist frei. Bevor Lederstrumpf ihn noch hindern kann, hat Uncas das Messer ergriffen, ein Sprung und mit einem leisen Todesröcheln sinkt der Wärter vor der Tür zu Boden. Den Skalp des Toten in der Hand tritt Uncas in den Schatten des Hütteneingangs zurück. Und jetzt Magua. Uncas hat geschworen, ihn zu töten. Uncas, nimm die Waffen des Toten und komm mit. Wir müssen noch Cora Munro befreien. Uff. Rache aufgeschoben. Nicht vergessen. Im Dunkel der Nacht eilen beide dem Wald zu. Lederstrumpf wirft das Bärenfell ab und holt seine Waffen aus dem Versteck. So. Und jetzt zum Dorf der Delawaren.
Los, Uncas. Am anderen Morgen aber, noch bevor Lederstrumpf mit den Häuptlingen der Delawaren sprechen konnte, erscheint Magua im Dorf. Er fordert, dass alle, die in der Nacht zu den Delawaren geflüchtet sind, ihm ausgeliefert werden. Geschenke von seiner Hand stimmen die Delawaren freundlich. So werden Lederstrumpf und seine Freunde, die als Gäste in das Dorf kamen, jetzt als Gefangene vor die Häuptlinge geführt. Auch Cora Munro ist dabei. Verdammt, noch haben wir unsere Waffen. Versuchen wir einen Ausbruch. Die Möglichkeit bleibt uns immer noch. Versuchen wir es erst mit Verhandeln. Die weißen Männer mögen schweigen, wenn die Häuptlinge ihr Urteil fällen. Wir werden schweigen. Denn wir ehren das Alter nicht weniger als die Delawaren. Häuptling Tamenund, der jetzt zu uns spricht, ist bekannt über die Berge und Seen hinweg als ein gerechter und weiser Vater seines Stammes. Viele Sommer haben sein Haar gebleicht. Aber auch seinen Blick geschärft, die Wahrheit zu erkennen. Er wird sein Ohr nicht einem Lügner und Verräter leihen. Hüte deine Zunge, Bleichgesicht. Die Delawaren lassen ihre Gäste nicht beleidigen. Auch wir kamen als deine Gäste, Häuptling Tamenund. Aber jetzt sehen wir uns von deinen Kriegern umringt, als ob wir Feinde seien. Die Delawaren vom Stamme der Schildkröten lebten vor vielen Wintern am großen Wasser. Damals waren sie Feinde der Irokesen. Dann aber kamen die weißen Männer, die sich Engländer nennen, und vertrieben die Schildkröten bis hierher in die Berge. Nun leben wir hier in Frieden mit den Irokesen, und ihre Feinde sind unsere Feinde. Aber die Wahrheit des Irokesen Magua ist Lüge. Einen Mann, der sein Volk verleugnet, sich als Delaware, genauer gesagt, als Mohikaner und Freund der Engländer ausgab, um sie dann als Irokese an die Franzosen zu verraten. Einen solchen Mann nennen wir Lügner. Die Irokesen nennen ihn Häuptling. Wie nennen ihn die Delawaren? Wie nennt ihn Häuptling Tamenund, dessen Seele so weiß ist wie sein Haar? Wie nennt ihn Häuptling Tamenund, der nie eine Lüge aus seinen Lippen entließ? Das Bleichgesicht spricht wahr. Tamenund hat die Lüge nie geliebt. Aber die 100 Winter, die sein Haar gebleicht haben, haben ihn gelehrt, auch die Schlauheit des Fuchses zu achten. Was hat Magua zu sagen? Der Geist, der die Menschen schuf, gab ihnen verschiedene Farben. Den einen gab er ein bleiches Gesicht und eine Gefräßigkeit, die ganze Erde zu verschlingen. Den anderen aber gab der große Geist eine rote Farbe. Sie waren seine glücklichen Kinder, bis die Weißen kamen und mit ihrer Gefräßigkeit und ihrem Geheul den roten Mann elend machten. Wer weiß nicht, dass dies die Wahrheit ist? Mein Mund kann schweigen. Die Seele des roten Mannes spricht. Gerechtigkeit ist das Gesetz des großen Manitou. Magua mag seine Gefangenen mit sich nehmen und uns in Frieden verlassen. Tamenund, Delawaren. Die betrügerischen Singvögel haben ihre Schnäbel geöffnet. Und Tamenund hat ihren Gesang gehört. Hier aber steht Uncas, Sohn von Chingachgook, und der letzte der Mohikaner. Seht die Schildkröte auf meiner Brust. Mein Geschlecht trägt die Erde. Euer schwacher Stamm ruht auf meiner Schale. Welches Feuer, das ein Delaware anzünden kann, wäre wohl imstande, das Kind meiner heiligen Väter zu verbrennen? Das Blut, das einer solchen Quelle entsprang, würde eure Flamme auslöschen. Uff, Tamenunds Stunde ist nahe. Der Tag hat sich der Nacht genähert. Die Augen des sterbenden Adlers dürfen noch einmal zur aufgehenden Sonne blicken. Uncas, der Sohn von Chingachgook, der letzte Mohikaner, ist gekommen.
Das Blut der Schildkröte hat in den Adern vieler Häuptlinge gerollt. Sie alle kehrten in die Erde zurück, von der sie stammen. Nur Chingachgook lebt und sein Sohn Uncas. Er wird sein Volk weiterführen, der Sonne entgegen. Und die als Gäste zu dir kamen? Sie, meine Freunde, deine Gäste. Gäste der Delawaren. So sei es. Was ist, Magua? Eine kam nicht als Gast. Diese hier. Ich vertraute sie dem Volk der Delawaren als meine Gefangene. Sie fordere ich zurück. Das ist die Wahrheit. Nimm sie und geh. Magua, nimmst du mit dir Cora Manro? In einer Stunde alle Delawaren sind auf deiner Fährte. Um Schmach zu rächen, einmal Freunde gewesen zu sein, eines Verräters. Die Delawaren sind Hunde mit stumpfen Zähnen. Magua lacht über ihr Gekläff. Schweigend öffnet sich die Gasse, durch die Magua mit seiner Gefangenen das Dorf der Delawaren verlässt. In ohnmächtigem Zorn muss der Oberst mit ansehen, wie seine Tochter von der rohen Faust des Verräters weggezerrt wird. Mühsam hält ihn Lederstrumpf von einer unbesonnenen Tat zurück. Ich könnte den Kerl. Ich könnte ihn. Oberst, geduldet euch nur noch diese Stunde. Dann ist das Spiel dieses Verräters für immer vorbei. Das verspreche ich euch. Lederstrumpf hält sein Versprechen wie Uncas. Mit einer Schar ausgewählter Delawaren, mit Chingachgook und dem Major machen sie sich auf die Verfolgung. In einem kurzen, aber wütenden Kampf brechen sie den Widerstand der Irokesen, durch deren Dorf Maguas Weg führte. Und weiter geht die Jagd, in die Berge hinein. Endlich entdecken sie von einer Klippe aus unter sich Magua. Magua aber, der keinen Weg mehr sieht, mit Cora gemeinsam zu entkommen, zückt sein Messer, um die Gefangene zu töten. Da wirft sich mit einem wilden Schrei Uncas von der Klippe herab auf ihn. Der Aufprall schmettert Magua zu Boden, aber sein Messer dringt tief in die Brust von Uncas. Unter dem Sterbenden hervor windet sich der Verräter. Mit schnellen Sprüngen klimmt er einen steilen Pfad empor, der auf die gegenüberliegende Seite des Berges führt. Am Rande der Wand angekommen, verhält er noch einmal und wendet sich zurück. Die Bleichgesichter sind Hunde! Die Delawaren Weiber! Magua lässt sie den Krähen zur Beute! In diesem Augenblick aber hat Lederstrumpf seine Erschütterung über Uncas Tod überwunden. Fahr zur Hölle, Schuft! Mit einem Todesschrei stürzt Magua in die Tiefe. Sein Schicksal hat ihn ereilt. Aber zu spät für Uncas. Schweigend tragen die Delawaren den Toten zurück. Der letzte der Mohikaner ist nicht mehr.